Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Mining Dad. Da ist noch einer, den hole ich mir auch noch. Wir sind in der letzten Folge von einer riesigen Zombie-Masse geflüchtet. Okay, das war jetzt nicht gerade die beste Idee. Okay, das war auch nicht gerade die beste Idee, aber egal. Das Minecraft-Männchen hält ja extrem viel aus, bekanntlich. Und das Web-Update hat auch viel verändert. Man kann auch die Skyline jetzt betrachten. Also das ist jetzt eigentlich die Skyline, die zeige ich euch irgendwann mal. Da zeige ich euch auch irgendwo mal so ein Bild, von der habe ich mal auf ein Foto gemacht. Das sieht schon besser, sieht schon eher wie in der Serie aus als die alte. Bald gibt es auch noch 3D-Autos, wollte ich auch sagen. Bald gibt es auch bald so 3D-Autos. Ich gehe jetzt mal in die Richtung vom CDC. Es wird ein bisschen wieder zu viele. Es werden mir schon wieder zu viele. Ich mal weiter lieber. Okay, gut, nachgeladen. Ist auch weg. Was ist das für ein Gebäude eigentlich? Mal ganz nah. Ich gucke gerade, was für ein Gebäude das ist. Was für ein Gebäude ist das denn? Okay, das ist weg. Gut. Jetzt benutze ich mal nicht so oft die Munition, weil ich habe nicht so viele. Gott, Alter. Jede dritte Sekunde werde ich von so einem blöden Zombie gebissen. Besser angegriffen, nicht gebissen. Jede dritte Sekunde. So, gleich sind wir im CDC. Der Dings, mein Freund ist immer noch nicht da. Der zockt privat gerade noch ein bisschen weiter. Den ihr gerade in den letzten paar Folgen gesehen habt, der zockt gerade alleine da weiter. Okay. Und es geht weiter. Hier so wir gerade. Hier müsste doch immer diese Sie sein. Nee, das geht ein bisschen in die andere Richtung. Okay, ich die zweimal. Ja, weg mit denen. Und das mache ich jetzt auch weg. Tschüss, tschüss, geh weg, geh weg. Jetzt gehe ich mal, wo ist das jetzt eigentlich? Okay, da ist es nicht. Da ist diese Landstraße. Ich kann die ganze Map ja auch fast schon auswendig. Ich kenne die ganze Map schon fast auswendig. Nee, den mache ich jetzt. Komm, komm, mache ich das jetzt einfach. Okay, komm. Weg mit dir und weg mit dir. Und weiterlaufen. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? Okay, ich habe 8.170. Das ist ganz schön viel. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht bei 10.000. Dann kann ich mir auch mal wieder ein paar Sachen holen, irgendwann mal. Ich tue zusammen jetzt extrem viel Geld, dass ich immer ein bisschen, wenn ich mir was kaufe, immer noch was auf dem Vorrat habe. Entweder bei der Straße war es. Oder die gegenüberliegende. Aber das Dixon-Paket gefällt mir schon. Ne, es war die nicht. Dann gehe ich mal woanders dahin. Dann gehe ich mal woanders dahin. Dann müsste es hier irgendwo sein. Ja, hier war es. Hier war ich auch in der letzten Folge, oder? Müsste ich. Ich glaube, jetzt muss ich nur noch geradeaus dahin laufen. Nee, da waren wir doch gerade. Jetzt bin ich gerade total durcheinander gekommen. Jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Okay, ich muss mich beeilen, weil ich brauche nicht mal viel Essen. Nicht mal viel eine große Essens. Da ist, glaube ich, auch nicht mal viel. Da sollte ich mich jetzt mal langsam beeilen. Okay. In der Richtung war es und jetzt kann ich nicht mehr rennen. Essen habe ich auch nichts mehr, krass. Super habe ich das gemacht. Aber jetzt weiß ich so wenigstens, in welche Richtung ich gehen muss und zwar in die Richtung, einfach geradeaus jetzt. Einfach geradeaus. Ich glaube, so viel kann mir auch nicht passieren, weil ich gut bewaffnet bin. Jetzt muss ich einfach nur noch geradeaus gehen. Da bin ich mir sicher. Hier ist der Panzer.
Oder? Ach, verdammt, jetzt. Ich bin doch so dumm manchmal. In die Richtung muss ich jetzt natürlich gehen. Das wird ein Spaß, Leute. Jetzt kann ich in dieser Geschwindigkeit. Lauf doch nicht weg, Kumpel. Ist mir jetzt auch egal. Okay, die sind ganz schön nah hinter mir her. Also ist nicht weit weg. Okay, ich wollte mir keine Sorgen machen. Lauf einfach mal ganz gechillt weiter. Natürlich cooler, wenn ich jetzt rennen könnte, aber kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, und dann da in diese Richtung jetzt nur noch da um die Ecke dann und dann sind wir schon da. Das sind wir endlich im CDC. Dann haben wir endlich es geschafft. Den sehe ich schon. Da wird schon regeneriert. Da ist es, ja. Endlich, wir haben es geschafft, Leute. Wenn ich jetzt gekillt werde, dann raste ich aber aus. Das wird dann auch nicht mehr mit normalen Dingen zugehen. Okay, weg mit dir. Wir sind endlich da. Oh Gott, wenn ich jetzt da drin jemand ist. Hält mal lieber nach. Okay, jetzt habe ich gar nichts mehr. Egal, Jolo, ich will jetzt einfach nur noch hier rein. Jetzt brauche ich noch was kurz was zum Essen, dann würde ich die Folge auch gleich beenden. So. Oh, die Musik. Hoffentlich konnte man die jetzt gut holen. Die ist nämlich richtig nice. Nice. Okay, Magazine. Magazine. Ich brauche aber keine Magazine. Ich brauche es zum Essen. Ganz schnell lieber. Nicht, dass ich jetzt hier noch verhungere. Das wäre ganz schön peinlich. Jetzt habe ich wieder allerlei Waffen, aber ich werde kein Essen. Was kommt? Ess endlich. Och, bitte, komm. Wenn ich jetzt verhungere, dann werde ich aggressiv. Wenn ich jetzt verhungere. Aber ich glaube nicht. Ah, die Rettung, endlich. Die Rettung. Okay. Ich suche jetzt nur ganz kurz noch was zu essen. Das wäre gut. Noch ein, zwei Sachen zum Essen. Ach, okay, es geht auch so. Was hier noch ein wieder, noch einmal eine Kiste. Oder hier war noch einmal eine Kiste. Ja, hier war noch ein Apfel, gut. Stopfe ich erstmal genüsslich in mich rein. So, da kann ich jetzt nach zurückgehen. Und dann wird die Folge auch gleich zu Ende sein. Oh, hier geht's hin, hierher. In die Richtung hier. So, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge der Money Dead. Ich habe es endlich geschafft. Und ein, zwei Folgen wird es noch geben. Und danach wird es eine kleine Pause mir in der Serie ergeben. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.